Willst du mich beleidigen? Magst du jetzt nicht? Weil ich, was sag, ist denn deine andere Frage? Okay, meine andere Frage ist, was sagst du eigentlich dazu, dass die Christen, wenn ihr argumentieren wollt, dann zitiert ihr ja immer wieder Bibelverse. Aber ihr habt doch gar keine Original, weil die ältesten Schriften, die ihr habt, sind ja zum Beispiel die masoretischen Texte oder die Qumran etc. Und die sind ja auf Griechisch. Aber die Tora an Moses wurde nicht auf Griechisch offenbart. Die Psalmen an David wurden nicht auf Griechisch offenbart. Das Evangelium an Jesus wurde nicht auf Griechisch offenbart. Das heißt, ihr habt Übersetzung. Die Qumran ist auf Griechisch. Die Qumranrollen sind auf Griechisch. Du hast gerade gesagt, mein Lieber, du hast gerade gesagt, die Qumranrollen sind auf Griechisch. Die Jesaja-Rollen. Ich habe gesagt, zum Beispiel, die masoretischen Texte. Ich habe gesagt, zum Beispiel, die masoretischen Texte sind auf Griechisch. Und die Qumranrollen, da sind ja vier Schriftrollen gefälscht. Wir haben doch, wir haben dort zigtausende von Abschriften, wo wir das Neue Testament perfekt rekonstruieren können. Habt ihr überhaupt einen Urtext, ihr Muslime? Natürlich. Wo denn? Die Osman hat doch alles verbrannt. Nein, Osman, Radiallahu hat verbrannt. Nein, doch. Warte, ganz kurz. Jeder ist so, okay, Bosch, Mohammed, Sie begann. Jeder ist da, ne, Bemann. Kein Problem. Mordal, du Mikro. Mordal, du Mikro. Mordal, du Mikro. Heftig, der Typ. Wie der meine Mutter beleidigt. Gott segne dich. Widerlicher Mensch. Widerwärtiger Geist. Ekelhaft in seiner Denkweise. Ne? Da kommt er und beleidigt direkt meine Mutter. Der Nächste. Seht ihr, alle Muslime haben denselben Geist. Mein eigener Landsmann kommt und sagt, sei leise, sonst mache ich das so, was mit deiner Mutter. Guck mal, was der sagt. Wie widerwärtig kann ein Mensch nur sein? Wie dreckig muss ein Mensch sein, sowas zu äußern? Ne? Das ist dieser islamische Geist, der in diesen ganzen Gläubigen drin ist. Ja. Einfach nur ekelerregend. Ja, mit sowas muss man sich den ganzen Tag hier rumschlagen. Ne? Da erzählt er mir, selber hat er keinen Urtext und kritisiert uns Christen, obwohl wir zigtausende von Handschriften haben und die Bibel perfekt in unsere heutige Zeit rekonstruieren können. Er aber nicht seinen Urtext da hat, weil Usman alles verbrannt hat und seine Version des Korans gelassen hat. Also wir können ja gar nicht gucken, was vor Usman gewesen ist. Was waren denn diese ganzen Schriften, was Usman da verbrannt hat? Diese ganzen Abweichungen. Ich will das mal lesen. Die Muslime haben zwei Versionen. Einmal Hafs und einmal Wash. Und die untereinander unterscheiden sich ja schon. Welches hat denn jetzt Allah herabgesandt? Und dann sagen die, wir haben ein Koran. Obwohl die zig Hunderte von Koran haben. So eine Lügenbande habe ich nicht gesehen. Ihr wisst doch, es gibt doch zwei Versionen. Versionen, nicht Lesarten. Und die haben einen ganz bestimmten anderen Text. Ja, und das ist ein Desaster. Das ist ein Riesendesaster. Hafs für die asiatische Welt und Wash für die nordafrikanische Welt. Und wenn du den Wash-Koran liest, unterscheidet er sich übertrieben von dem von Hafs. Also was denn jetzt? Was hat Allah herabgesandt? Wash oder Hafs? Das ist so unfassbar. Einfach nur traurig. Das sind alles Geister von Emily Rose. Seht ihr, ihr Lieben? Da kommt der Dr. Sheikh hier rein, Dr. Abu Amir Sheikh, damit wir ein bisschen reden, lachen und aufklären machen können. Und dann kommt der und dann beleidigt ihr sofort Familien. Ne? Unfassbar. Vielen lieben Dank für die ganzen Likes und Geschenke, ihr Wundervollen. Möge der Herr euch segnen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Der Herr Jesus Christus ist das Schönste, was die Welt jemals hervorgebracht hat. Mit ihm an eurer Seite und die Veränderung aus dem Heiligen Geist, der Heilige Geist, der in euch Platz nimmt. Ihr werdet niemals solche elenden Sachen zu Menschen sagen, weil der Heilige Geist euch sofort bremst. Sofort. Sowas Widerwärtiges. Unfassbar. Ich habe gehört, du hast deiner Ex-Frau
in den Bauch getreten, wo sie schwanger war und so. Guck mal, was die da sagen über mich. Ne? So einen elenden. Die Leute haben nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag nur zu labern, zu lästern. Und hast du nicht gesehen, ne? Das ist Wahnsinn. Alles solche teuflischen Geister unterwegs, ey. Aber muss man mit rechnen, der Herr Jesus Christus hat gesagt, sie werden gegen euch alles Üble reden, sie werden euch verleumden, sie werden euch anklagen, weil die mich vorher angeklagt haben, verleumdet haben und alles Mögliche. Versteht ihr? Damit muss man rechnen, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, Jesus Christus verkündigt, den Islam sozusagen aufdeckt und dann muss man halt damit rechnen, dass es dann so Geister gibt, die dagegen etwas haben und dann anfangen, Dinge über dich zu erzählen und Sachen zu behaupten, die unfassbar sind. Hallo? Hörst du mich? Hallo? Oh mein Gott, ich fass es nicht. Ach du Scheiße. Es tut mir leid für meine, Dings. Ich war gerade in meinem Wohnzimmer. Ich habe nicht gehört, dass ich drinnen bin. Ich habe Hallo gesagt, obwohl ich ganz genau wusste, ich bin nicht drin. Armin, wie geht's dir? Der Friede und der Liebe und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch ein Amen. Amen. 560 Leute. Amen. Komm her. Egal ob komm her. Umarm mich. Ich umarm mich. Komm her, umarm mich. Eine Cyber-Umarmung. Du hast mich gerettet. Du hast meine Freunde gerettet. Ich bin Evangelist. Ich habe so viele meiner Freunde. Hammer. Habe ich alle zu freie Christen gemacht. Hammer, Gott segne dich, mein Lieber. Wundervoll. Du hast mich gesegnet. Ich habe die Videos alle. Ich habe die studiert. Ich habe jedes einzelne Video. Ich bin Ex-Muslim Junior. Ich bin es. Ehrlich? Du bist selber Ex-Muslim? Ich habe alle meine Freunde, ich habe alle gesagt, komm, vertraut mir. Nein, guck dir nicht, nein, der labert Scheiße, der erzählt gegen dich so, ja, guck doch einfach selber, guck die Quellen, guck alles nach, Halle. Guck einfach nach. Hammer. Ich gesagt, ja, ey, der hat eigentlich schon recht, aber der labert voll. Natürlich. Das ist einfach nur, die Leute denken halt, ich habe das wirklich nie verstanden. Die Leute haben zu mir gesagt, ja, der hat doch einen Shisha-Riss. Ich stelle mir so, was, Digga, das ist doch nur so Spaß mit ABK und so. Siehst du, habe ich doch gerade eben gesagt. Die Leute kommen zu mir und sagen, der ABK hat das doch behauptet. So verrückt sind sie. Sie glauben einfach das, was so einfach in die Welt als Gerücht verbreitet wird. So krank. Ich weiß. Aber ey, sag mal ehrlich, war da ehrlich mal so eine Shisha im Hintergrund, so ein Blubbern am Kopf? Das hat der doch eingebaut, der bekloppte EWK, Mann. Ey, wie geht denn? Und die Leute dachten, da sitzen wirklich so Leute im Hintergrund am Shisha rauchen. Musst du dir mal vorstellen, dass die Leute das nicht verstehen, was für ein Spaß der da gerade macht. Das ist krank. Ja, die Leute. Aber trotzdem, das waren die besten Videos. Aber trotzdem, du hast diese Aufmerksamkeit extra genutzt und der EWK. Ja. Der hat gar nicht richtig verstanden, was er überhaupt damit angerichtet hat, wie viele Muslime er in das Christentum reingebracht hat durch deine Arbeit. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Gepriesen sei der Herr Jesus. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, Amen. Du weißt gar nicht, was das für eine Detonation hier ausgelöst hat. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweiz und Österreich. Ne? Alle haben sich sofort Gedanken gemacht. Die so, was ist das denn? Und was sind das für Quellen? Und die da hat das danach geprüft. Und die Leute waren fassungslos und haben gedacht, was ist das für ein Müll? Ey, ey, einfach nur geil. Ich bin einfach drin. Ich komme nicht klar. Ich bin einfach hier drin. Ich rede Um Gottes Willen, hör auf, mich zu erhöhen, Mann. Ich bin doch ein ganz normaler Mensch, genau wie du, Mann. Ja, trotzdem, aber ich hab die ganze. Ich war nur in meinem Fernseher und jetzt, ich kann mit dir reden. Ich komme schon auf klar. Also, ja. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie auch und alle, wie gesagt, an alle Leute, die hier drinnen sind. Was kann ich noch dazu sagen? Ja, wie gesagt. Aber der Jesus ist Gott, ne? Der Herr Jesus ist Gott, Trinität, Vertrauen. Also frag mich irgendwas und ich kann es beantworten. Nein, ist gut. Wenn du schon da so antwortest, Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, Jesus ist Gott, dann ist okay. Kein Religionsanhänger, freier Christ.
Hast du also bewusst deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Ich habe bewusst meine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen. Amen. Wiedergeborener Christ, weil Taufen. Amen. Der Herr Jesus ist Gott, er ist der Herrscher, er ist Gott, er ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles, Trinität, 3 in 1, 1 mal 1 für die ganz Doofen, H2O, gasförmig, für die ganzen Leute. Sehr das gut. Ist, ja, man, sehr gut. Man sollte Gott nicht mit Shampoo vergleichen, 3 in 1 Shampoo, natürlich nicht. Aber es geht nur für euer Kopf, weil ihr das nur Beispiele. Versteht. Ihr versteht das ja nicht, die ganzen Leute. Das ist zu vereinfachen, genau. Einfach nur, um es zu vereinfachen. Natürlich sollte man Gott nicht mit Shampoo oder H2O waschen. Nein, natürlich nicht. Es geht einfach nur, um das bildlich oder vor Augen darzustellen, damit ihr leicht zu veranschaulichen. Leicht zu veranschaulichen, ja. Damit die Leute verstehen, dass es... Ich bin auch. Ich bin der Sohn von meiner Mutter. Ich bin der Freund meines besten Kumpels. Ich bin, weiß ich nicht, ich bin noch der Cousin von meinem Cousin. Das sind 3 Eigenschaften und trotzdem bin ich ich. Bin ich. Das sind 3 Sachen. Sehr gut. Bin ich. Sehr gut. Also du hast dir Gedanken gemacht darum, dass unser ganzes Leben damit bestimmt ist, mit dieser Dreieinigkeit, ne? Ja, genau. Raum, Zeit, Materie, ne? Allein diese 3 Tatsachen, die dreieinig sind, weil Gott alles in seinem Ebenbild geschaffen hat. Genau. Verstehst du? Und das rafft der Islam bis heute nicht. Tja. Also, was soll ich noch dazu sagen? Leute sagen bis heute immer noch zu mir, ich weiß nicht mehr, wer gerade. Irgendwer hat eine 3-Jährige geheiratet und sowas. Ich weiß gerade nicht. Ja, die Wasserkrüge, die schwere Wasserkrüge trägt und Kamele. Ja, aber ich habe das letztens gelesen. Die trägt Wasserkrüge auf ihrer Schulter. Die kriegt so Armbänder und Ringe. Aber wie sollen die auf ihre Finger passen? Die würden doch direkt wieder runterfallen. Wie soll das eine 3-Jährige anhaben? Sie wollen ihren Propheten verteidigen und rennen zur Bibel und versuchen vehement mit. Nein. Ach und Krach, irgendwie zu beweisen, dass auch der Isaac zum Beispiel ein Kind geheiratet hat oder die anderen irgendwie. Aber leider hat der Gott der Bibel etwas dagegen, dass jemand so einen Dreckhaufen behauptet. So eine... Nur der Gott des Islams macht sowas mit. Einfach nur frühpubertären Kindern zu heiraten in Sure 65 Vers 4. Ne? Ja, Sure 65 Vers 4, das ist auch in meinen Kopf eingebrannt. Naja. Ja, das muss jeder Christ muss sich das merken. Ja. Jeder Christ muss sich merken, die Sure 65 Vers 4 und dazu dann die ganzen Erläuterungen der Gelehrten. Ganze Leute wissen gar nicht, so viele Muslime, die sich selber Muslime, weiß nicht, bezeichnen dabei. Wenn ich ihnen eine Sache sage, ich sage zu ihnen, ich habe letztens noch gesagt, weißt du eigentlich, das mit den Jungfrauen so, das kennt ja eigentlich so mittlerweile jeder. Und manche Muslime, also ich habe ja auch ein paar muslimische Kollegen, die sagen, also wenigstens bin ich dann schön in meinem Paradies mit 72 Jungfrauen. Was machst du dann in deinem Paradies? Du bist da mit Männern? Was machst du da eigentlich? Ja, so, wie soll ich dir, den Himmel so fleischlich erklären? Gesinnt sind. Der Herr Jesus Christus sagt, wie soll ich dir die irdischen Dinge erklären, wenn du nicht mal die himmlischen verstehst? Es gibt kein richtiges... Ja. Wie willst du himmlisch, willst du Götter halten? Wie willst du den Himmel erklären? Das gibt nicht. Das ist im Koran, das ist ein Bordell. Das ist ein Puff. Aber so... Also ich kann verstehen, wenn man sich da so freut, sie auf der Erde, ja, und die Frauen und so. Aber willst du das wirklich haben, so? Dein ganzes Leben lang, du hörst das stöhnen? Ja, so irdisch gesehen, ne? Also und das Heftigste ist, dass der Allah ja dann sagt, alles ist im Himmel erlaubt. Wenn du mit dieser Lehre nach vorne gehst, alles ist erlaubt, dann kannst du dir vorstellen, was für kranke Gedanken manche haben, im Himmelreich dann auszuleben. Ne? Alles ist erlaubt, ist nichts mehr verboten. Ich weiß nicht mehr, irgendwer... Das ist unglaublich. Man darf alle bumsen, also man darf, tut mir leid für meine Ausdrucksweise, man darf mit jedem Geschlechtsverkehr haben, außer mit seiner Mutter. Ich kann sowas nicht sagen. Ja, genau. Mutter und Tochter, genau. Mutter und Tochter sind im Himmelreich verboten. Man darf seine Tochter und seine Mutter nicht. Sonst darf man alles. Genau. Das ja, richtig. Krass. Ich komme jetzt gleich wieder, ich hole dich gleich wieder rein, ja? Ja, ich habe jetzt in 20 Minuten, einen Termin, ich unterschreibe meinen Ausbildungsvertrag. Bis gleich, ich muss mal ganz kurz weitermachen. Ja, okay, gut. Gott segne dich, du schaffst segne das dich. Mit deiner Ausbildung, Hammer. Dankeschön. Okay, mein Lieber, bis später, ciao. Okay, ciao, mein Lieber. Ja.
Verdienst. Auch ihr habt einen Verdienst dafür, ne, mit dem Teilen und alles Mögliche. Danke, danke vielmals. Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Ihr wisst gar nicht, wie wundervoll ihr seid. Jeder einzelne von euch. Egal ob Muslim oder auch Christ. Der Herr Jesus Christus hat dich wundervoll geschaffen. Das kann man gar nicht oft genug sagen und betonen. Es soll dir immer bewusst sein, dass du wundervoll bist. Egal wer du bist. Euer Dr. Sheikh Abouamir, ne? Ja, seht ihr mal, ne, dass wir alle zusammen dieses Ganze nach vorne treiben, ne? Und jeder seinen Beitrag dazu leistet. Und das ist auch gut so. Das ist wundervoll. Das ist ehrenhaft. Und wir haben eine große Sache bewirkt hier in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und sehr viele Menschen haben sich Gedanken gemacht darum, haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, sind rausgegangen aus dem Islam und haben zum Herrn gefunden. Atheisten kamen zum Glauben. Einfach wundervoll, ne, ihr Lieben. Wenn wir hören, dass Menschen sich für den Glauben interessiert haben und auch Jesus angenommen haben. Das ist für uns das Schönste überhaupt. Assalamu alaikum, shalom aleichem, shlomo aleichu, Gott sei Dank. Shalom aleichem. Warte mal ganz kurz. So. Hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich super. Okay, und die anderen auch? Hört ihr mich auch gut? Ja.
Ich bin ja schon ziemlich begeistert, ne, von dem Jungen von gerade eben. Der hat sich ja so angehört, so ungefähr in meinem Alter. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. So ungefähr 20 Tagen, 30 ja, Tagen habe ich auch mein Zeugnis abgegeben. Ja, ja, ich weiß, wer du bist. Ja, also ich finde das halt absolut heftig, ne, was das so für Wellen schlägt, dass so Menschen, die gerade junge Menschen, über ihre Zukunft nachdenken. Natürlich, denkst du, die kriegen keine so innerliche Unruhe und Angst, weil sie wissen, sie können auch eines Tages in den Tod gehen. Nur damals, in unserer Zeit, hat niemand über den Glauben gesprochen. Heutzutage sprechen die meisten so über den Glauben, weil das damals noch nicht so weit war mit Social Media und sowas. Durch soziale Medien hat man eine sehr große Reichweite und einen großen Einfluss auch auf die Jugend, verstehst du? Und auch die Salafis um Abu'l-Bara und die ganzen Leute herum, wie Sheikh Ibrahim, haben auch einen großen Einfluss auf die Jugend. Verstehst du? Nur zu was, zu welchem Weg, zu was für einen Weg verleiten sie die Jugendlichen? Ja, genau, das ist ja das Ding. Du weißt ja, wo das endet. Ich weiß, keine Ahnung, aber zu welchem Weg rufen sie auf? Ja, genau, zu welchem Weg rufen sie denn da auf? Das ist das Heftige. Da sollten die Muslime sich durch uns, die wir auch Social Media benutzen, Gedanken machen. So, und dann sollen diese Schioch und diese Imame und Geistliche oder was von den Muslimen so nicht rumheucheln, sondern auch die Hardcore-Bestandteile des Islams thematisieren. Damit Muslime ein Gesamtbild haben und nicht nur dieses schön Gerede. Nee, nee, nee. Ja, das machen sie ja natürlich nicht, weil sie ja wissen, wenn jetzt Leute Sunan ibn Majah 1943 aufschlagen, wo dann das Brustfüttern quasi erläutert wird, das will ja keiner hören. Ja. Das will auch keiner hören. Wahnsinn. Das ist schon heftig, ne, was sie da verschweigen und was sie da erzählen. Ja, aber das müssen die Leute hören. Das müssen die Leute hören, damit die verstehen, was Mohammed da angeordnet hat. Ich sag immer, sie machen aus Mohammed einen Jesus. Sie beschreiben immer Mohammed, als wäre er Jesus gewesen. So, der war immer gut zu anderen Menschen, war immer gut zu seiner Frau, war immer nett zu allen Leuten, hat nie was ausgegeben und so. Und dann sage ich, ja, wenn er nie was ausgegeben hat, wieso wollte er denn nie, dass jemand seine Obwohl das Gegenteil der Fall war. Ja. Ja, nicht nur das, der Mohammed hat ja gesagt, ich habe ja gerade eben mit diesem Imam Mehdi da gesprochen. Und dann habe ich ihm ja die Frage gestellt, was würdest du denn von mir halten, wenn ich zum Beispiel von dir Geld verlangen würde und erst dann mit dir rede? Da hat er gesagt, das wäre ja voll das Allerletzte, so dreckig, so ekelhaft. Und er hat nicht verstanden, dass er seinen eigenen Propheten damit vernichtet. Weil in Sura 48, Vers 12 heißt es, dass Mohammed erst mit den Leuten redet, wenn sie ihm Almosen geben. Und was war, ne? Ist das zu fassen? Also musst du ihm Geld geben, damit er mit dir redet. Stell dir mal vor, ich würde das machen. Die Leute würden mich als den größten Betrüger aller Zeiten abstempeln und sagen, guck mal, der Armin nimmt voll Geld, um hier zu, um uns ein bisschen über den Islam so aufzuklären und allgemein über Dinge zu reden. Der will erst Geld. Ihr müsst mir erstmal voll die Kohle geben, damit ich mit euch rede. Das ist unglaublich. Die nehmen, wenn du überhaupt hochgepriesen wirst. Du sagst ja schon immer automatisch von dir selbst, ey, stell mich bitte nicht höher als dich selber. So, immer, halt immer, jedes Mal. Genau, immer auf einer Ebene. Ich bin weder was Besseres noch was Schlechteres als du. Auch wenn du jünger bist, noch älter bist oder was auch immer. Vor den Augen Gottes sind wir alle gleich. Nur der eine bringt etwas mehr mit und der andere etwas weniger. Aber dennoch sind wir vom Wesen her eins und wir sind alle wundervoll in den Augen des Herrn. Amen. Amen. Ich meine, der Herr hat uns ja auch alle erschaffen, so wie wir sind. Auch die Muslime, auch die Buddhisten, ja. Auch uns Christen. Das ist ja. Jemand fragt gerade wegen dem YouTube-Highlights-Kanal, wieso da keine Videos mehr kommen. Ich glaube, der hat den Namen geändert, oder was? Müssen wir mal einen Angriff nehmen? Das ist nicht mein Account. Das ist irgendein Bruder, keine Ahnung, ob das sein Bruder ist oder nicht, Bruder, keine Ahnung. Der lädt dann immer die Sachen da hoch, keine Ahnung. Und der verdient sogar noch Geld damit. Der hat Werbung geschaltet. Wie das funktioniert, frage ich mich bis heute. Monetarisierung nennt man sich das, ab einer gewissen Anzahl. Ja, ja. Das ist mir schon klar, aber du siehst ja, dass dieses Thema eigentlich meistens demonetarisiert wird, weil so gut könnte ich ja auch Geld mit meinem Kanal verdienen, aber ich verdiene keinen Cent mit meinem YouTube-Kanal, obwohl ich ja wie viel zigtausend von Abonnenten habe, verstehst du? Es wurde also als werbeunfreundlich.
Ja, ja, ich werde von Mossad bezahlt, genau. Von Mossad und BND und Staatsschuss und hast nicht gesehen. Agent. Ja. Agent 007 in geheimer Mission. Dr. Sheram Amin. Du Leute, die alles vorwerfen. Ja, das ist normal. Damit muss man rechnen, wenn man halt in die Öffentlichkeit tritt, dass die Leute dann das Maul über dich zerreißen. Das ist normal. Damit musst du rechnen. Deswegen hat der Herr Jesus Christus uns ja schon gewarnt. Wenn wir zu ihm gehören und verkündigen und unseren Mund aufmachen und zu ihm gehören, dann müssen wir damit rechnen, dass die Leute ein Riesenproblem auch mit der Person haben. So ist es. Und dann fangen sie an, üblen Nachreden über dich zu tätigen. Das ist krank. Und dazu noch Beleidigungen ohne Ende. Genau, die Beleidigung. Also gestern wurde ich ja erst wieder mit Schlägen bedroht und man macht doch so mit meiner Mutter und man wird mich doch finden und so. Ne? Das ist so heftig. Ja, nur weil ich mit einem Haar und Leib gehe und weil wir dann so muslimische Fragen beantworten. Wie kann das denn im Koran stehen, dass man zum Beispiel dreimal beten muss, obwohl das dann in den Hadithen mit fünfmal erwähnt wird? Das ist ja schon wieder so ein Widerspruch. Du hast ja mal gesagt, Abu Bara sagte, dass der Koran die Hadithe bzw. die Sunna mehr braucht als andersherum. Genau, der Koran braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Das ist unglaublich. Der Koran hat keinen Sinn. Das ergibt ja absolut keinen Sinn. Wie beten sie überhaupt ohne den? Ja, bei denen macht das überhaupt keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Ein Koran ist sobald die sunnitische Mehrheit gebildet wird und Scharia und die sagen, ich glaube nur an den Koran, dann sind die an den Kopf kürzen. Das besteht ja halt nicht. Sie halten an der Religion fest, obwohl es halt eben eigentlich schon fast keinen Sinn mehr für sie macht. Aber sie versuchen doch, diese ganzen Hadithe wegzulassen, die ja dieses richtige Unheil bringen, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Ich würde mich auch in Grund und Boden schämen und sagen, ich glaube nicht an diese Hadithe, bei diesem ganzen Wahnsinn, der sich da drin befindet. Da kriegt man wirklich so richtig so Fremdscham. Ja, wie gesagt, also Brustfüttern eines Erwachsenen, sag mal, seid ihr verrückt oder was ist denn los mit euch? Das ist ja allgegenwärtig. Das befand sich auch im Koran drin. Das befand sich auch im Koran. Ja. Es wurde halt rausgenommen. Bist du ja aus einer schiitischen Familie? Und dann wurde es auch rausgenommen. Was? Du bist ja aus einer schiitischen Familie, richtig? Ja, richtig, genau. Wie hat das denn deine Familie aufgenommen, dass du jetzt quasi dich zum Herrn Jesus Christus bekannt hast? Am Anfang war es natürlich erstmal was ganz Neues, ne? Aber nach und nach, wo mein Vater hat gesehen hat, diese Veränderung in mir, da hat er natürlich diesen Satz gesagt, den ich niemals vergessen werde. Ne? Und da sagte er, ich weiß nicht, wer dich verändert hat, Junge, aber ich küsse seine Füße, ne? der es war. Weil ich war sehr, sehr... Ja, komisch unterwegs, sagen wir es mal so. Sehr, sehr in der Welt mäßig, ne? Ja, mein Vater wundert sich auch, warum ich überhaupt Kontakt jetzt wieder zu ihm aufbaue, warum ich helfe und sowas alles, ne, bei allem, was ich kann und warum ich so respektvoll bin auch und so ehrlich, ne? Diese Ehrlichkeit wundert ihn. Du sollst Vater und Mutter ja auch ehren, ne? So sagt er. Ja. Und heftig, ja, ey, was der, dein Jesus Vater auch die positive Entwicklung in deinem Leben, ne? Was der Herr da so... aus dem Macht. Ja, er hat mich ja letztes Mal beim Bibellesen erwischt, ne? Da hat der dann gesagt. Ja, der ist doch gut. Bibel, ja, ja. er hat jetzt nicht weiter gefragt oder so. Er meinte halt, ja, das ist nicht unsere Religion, aber ich finde das nicht schlimm, dass du das liest und so, ne? Da dachte ich mir, okay, sage ich ihm jetzt so, mache ich erstmal nicht. Ich wurde noch nicht gefragt und bis zu dem Zeitpunkt, bis ich gefragt werde, quasi, halte ich es mir vor, es noch für mich zu behalten. Wie meinst du, geht dein Vater damit um? Also, was meinst du, deine Reaktion? Ich glaube erstmal Verwunderung, wie es überhaupt dazu kommt. Beziehungsweise, der ist ja auch so ein, ich sag mal, so Muslime haben ja so ein Grundparanoides an sich, ne? Die sehen hinter allem eine Verschwörung, immer ist irgendjemand gegen sie, immer ist man in der Opferrolle. Ich denke mal, dass er dann halt denken wird, dass es nur über Online-Propaganda quasi passiert ist, wobei ich mich da einfach selber mit den muslimischen Texten auseinandergesetzt habe, ne?
Das ist. Ja. Wahnsinn ist das. Ja, Hauptsache, der wird dann nicht komplett von dir abgeneigt sein. Ne? Das kann auch dazu führen, ne? Dass dann deine Familie dich dann halt verstößt. Ne? Ganz ehrlich, wenn das so ist, der Herr Jesus Christus ist mit mir. Ne? Ich habe die größte Familie der Welt. So viele Leute schreiben mir, ey Bruder, brauchst du hier Hilfe, brauchst du da Unterstützung? Also, das ist ja ganz anders. Ja, mit Herr Jesus, du wirst es hundertfältig zurückbekommen. Ne? Gerade auch die Familie beiseite zu lassen und dem Herrn zu folgen, ist auch sehr, sehr heftig. Und das weiß der Herr ja auch. Ne? Deswegen hat er ja das Schwert der Entzweiung da gebracht. Ne? Ich bin gekommen, um zu entzweien. Weil die Liebe zum Herrn Jesus Christus weitaus höher ist als zu allen anderen Personen hier auf dieser Erde. So sieht's aus. Wir sollen Gott mehr lieben als alles andere auf dieser Erde. Ich wollte dir eigentlich nur kurz danken, ne? Weil auch deine Arbeit ist sehr wichtig, was du hier tust. Wir machen ja jetzt auch weiter. Sogar wir haben jetzt so mittlerweile 300, 400 Zuschauer und so in jedem Live. Und Hammer, wundervoll. Siehst du? Wundervoll. Möge der Herr euer Anliegen segnen. Amen. Es verbreitet sich. Das ist wunderbar. Sehr gut. Gott segne dich, mein Lieber. Gottes Segen. Bis demnächst, ja? Bis demnächst. Hau rein. Okay, ciao, ciao. Ja, wundervoll. Ne? Der ist auch aus dem Islam ausgetreten und hat eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen. Hat sich auch immer die Videos angeguckt. Am Anfang hat er mich natürlich sehr gehasst. Und musste sich aber eingestehen, dass alles, was ich da sage und bringe, doch der Wahrheit entspricht. Das konnte er für sich dann auch nicht mehr leugnen. Und ja. Früher oder später hat er dann gemerkt, dass das alles nichts mehr bringt. Dieses Leugnen und Lügen und alles Mögliche. Nur um den Islam halt gut dastehen zu lassen. Das ist ja Quatsch. Ja, und er hatte den Herrn Jesus Christus angenommen. Servus, salam alaikum. Hey, alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Wie heißt du nochmal, sorry, Amir oder? Amir, ja. Amir al-Mu'minin. Okay, Amir. Amir al-Mu'minin. Amir, ich habe ein paar Fragen an dich. Ich wünschte, du könntest sie mir beantworten und natürlich kannst du mir auch Fragen stellen, die ich beantworten könnte. Probier sie mal zu beantworten. Behauptest ja, dass es dieser Hadith gibt, wo unser Prophet Muhammad s.a.w. zu Aisha befohlen hat, ihre Brüste zu geben. Ja. Könntest du bitte diesen Hadith nochmal vorlesen und dann merkst du selber ganz schnell, dass dieser Hadith von Aisha überliefert wurde, dass unser Prophet zu einem Mann gesagt hat, er soll seine Frau an dem Sohn trinken lassen, der Milch, okay? Ich erkläre dir, darf ich dir erklären, was dieser Hadith bedeutet erstens. Dieser Hadith ist so, es gab einen Mann und eine Frau, die hatten einen Sohn adoptiert. Dieser Sohn, der adoptiert ist, darf nicht die Frau ohne Kopftuch sehen. So, also bei uns im Islam darf er nicht die Frau ohne Kopftuch sehen. Dann ist der Mann zum Propheten gegangen und hat dem Propheten gesagt, ich bin eifersüchtig, dass er wird langsam groß und er sieht meine Frau. Hörst du mich? Hallo? Rede weiter, ich höre dich. Ich glaube, ich bin hier schon wieder irgendwo in der Pampa unterwegs und die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Ja, jetzt ist es glaube ich besser. Hallo? Hörst du mich? Ja. Okay. Ich höre dich, ja. Ja. Also auf jeden Fall, dann hat unser Prophet gesagt, lass ihn, diesen Jungen, der ist 5 gewesen, an der Milch trinken, weil dann ist er der Milchsohn. Milchsohn? Ja. Ich weiß, du kennst bestimmt Milchbrüder, Hartmann oder Milch. Mahram, das nennt sich Mahram, füreinander verboten. Ja, Stillverwandte sind sie. Ja, genau. Und dann ist dieser. Mein Lieber, bevor du weiterredest, kennst du Sheikh Al-Adawi? Nein. Hallo? Nein, kenn ich nicht. Kennst du Sheikh Al-Adawi? Adawi?
Das ist eine hohe Nummer aus Saudi-Arabien gewesen und Ägypten, glaube ich. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, Sheikh Al-Adawi. Al-Adawi, wo er studiert hat und so. Lieber Amir, ich befasse mich mit dem Koran und der Sunna und nicht mit irgendwelchen Sheikhs, die jetzt ihre Meinungen rausgeben, weil da vieles falsch verstanden wird. Zu diesem Hadith mit dem Uhud wollte ich dir halt nur erklären, dass es auch nicht Aisha war. Und das kannst du auch nachlesen, du kannst es selber sehen. Ich würde auch mir gerne wünschen, wenn du jetzt diesen Hadith vor mir lesen könntest, dann hättest du selber sehen können, dass es nicht Aisha war und dass da nichts falsch dran war und dass es kein Erwachsener war. Du weißt schon, dass es eine Quelle gibt, dass es eine Quelle gibt, die eindeutig bestätigt, dass Mohammed zu Aisha gesagt hat, dass sie den Männern der Quraysh die Busen zum Nuckeln geben soll. Das hat sie auch getan. Kannst du mir das diese Quelle bitte geben? Ja. Kannst du mir das bitte machen? Und noch eine Frage, Amir, wenn ich jetzt aus TikTok kurz rausgehe, das zur Seite swipe, bin ich immer noch... Prove that Aisha was breastfeeding the adult man ja, hör zu. Ich sage es sofort. In the following book, the explanation for Sahih... Schreib es dir bitte auf. Kann ich jetzt aus TikTok rausgehen? Geht das? Also nicht raus, sondern so zur Seite und im Internet gehen? Ja, ich denke schon, aber dann bist du... erstmal auf stumm geschaltet. Dann hast du dich selber auf stumm geschaltet. Echt? Okay. Moment, ich versuch's ganz kurz. Welcher Hadith war das? Hast du was zum Schreiben da? Hast du was zum Schreiben da? Ich schau mal ganz kurz. Es befindet sich ja nicht nur in den Sahih-Hadithen, also beziehungsweise Sahih Bukhari und Sahih Muslim, sondern auch die anderen Bücher berichten darüber, die genau, authentisch bitte, sind. Bitte, Amir, ich... Aisha hat es getan. Davon distanziere ich mich ganz weit fern. Ja, dann ist das Unehrlichkeit. Dann ist das Unehrlichkeit seitens deiner Person, weil diese Leute, die das also überliefern, authentisch rübergebracht wird. Du siehst ja, dass sie akribisch einen Hadith ja prüfen, ob er die Überlieferungskette der Isnad auch vertrauenswürdig ist. Und wenn er geprüft wurde und er ist authentisch und als authentisch eingestuft, dann musst du das akzeptieren, ob du willst oder nicht. Schreib dir es bitte auf. Sei nicht unehrlich. Okay, Amir, darf ich dir eine Frage stellen und du bist ehrlich? Sind wir Menschen... Wir sind doch erst bei einem Thema, Mann. Ja, ich weiß, das ist vom gleichen Thema. Sind wir Menschen perfekt? Natürlich nicht. Okay, ist Gott perfekt? Natürlich. Okay. Ich. Deswegen vertraue ich Gottes Wort, was im Buche steht, und nicht den Worten von den Menschen, das, was überliefert wurde über ihn. Okay? Es gibt Hadith... Oh, jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Aus welchem Grund hast du die da? Ja, hier wegen Verstoß, gefährliche Challenges, Mann. Keine Ahnung, guck mal hier unten wegen gefährliche Challenges. Das kann doch nicht wahr sein. Siehst du das? Ja. Oh, das ist schlimm. Hier. Ja. Ich muss raus und wieder rein. So, jetzt guck mal hier, schon wieder. Mach einen Hintergrund rein. Okay. Ah, schon viel besser. Guck mal, wie schön das Wetter hier bei mir ist. Ja, besser so. Dr. Sheikh Abu Amir, Live-Schaltung von Jannah. So. Wollte nicht wahr sein, ey. Jetzt. Schon viel besser. Ja, ab du. Bist du im Urlaub? Was sagst du? Bist du wieder im Urlaub? Ich bin wieder im Urlaub, ich bin in Jannah. In Jannah können wir fliegen und mit Hurel den Vergnügen. Kennst du das von Sven Lauders Lied? Nein, hab ich noch nie gehört eigentlich. Ja, das ist heftig, ich poste das später mal. Da war der auf einmal mitten auf so einem Platz
mit seiner Salafi-Kollegin, mit seiner muslimischen Kollegin. Auf einmal fängt er da so an, mit den Muslimen zu singen. In Jannah können wir fliegen und mit Hudel ein Vergnügen. In Jannah, 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 in Jannah können wir fliegen und mit Hudel ein Vergnügen. Ey, es ist unglaublich, ne? Welche kaputt? Lass ihn kaputt, der Menschen. Was ich dir sagen wollte. Ja, was ist denn daran kaputt? Was ist denn daran kaputt? In Jannah können wir fliegen, alles kann man in Jannah machen und mit Huren ein Vergnügen. Also hast du deine ganze Religion gerade demoliert. Huren wird es in Jannah nicht geben. Das ist der Punkt an dir. Al-Hurel-Ein sagt der Hurel-Ein. Und mit Hurel-Ein Vergnügen. Willst du dich nicht mit Hurel-Ein vergnügen, Abdu? Ich wünsche, dass wir ins Paradies kommen und darüber mache ich mir keine Gedanken. Ja, aber wir sind auf dieser, aha, siehst, du hast Welt. Auch ein Problem. Du hast selber ein Problem mit diesem sinnlichen Paradies. 1 Million%. Ich weiß das. Nein, weißt du was? Ich habe keinen einzigen Punkt ein Problem damit, aber wir sind hier auf einer Prüfung, wir sind hier auf dieser Welt. Wir werden geprüft, ob in deiner Religion oder in meiner Religion. Und wir sollen uns nicht, wir sollen uns natürlich sehen nach dem Paradies. Aber wir müssen. Ey, guck dir das mal an, schon wieder. Guck mal, selbst mit Hintergrund, das ist nicht normal. Guck dir das mal bitte an. Ey, das ist kaputt, das System, Wahnsinn. Was ist denn, wenn das passiert? Ja, dann werde ich sofort gesperrt, jetzt gleich. Also ich muss raus. Die verwarnen mich erstmal und dann sperren die mich danach.